Die echte Calzone kommt aus Neapel, nicht aus Bari. Nein, wir haben die bestimmt nicht kopiert. Calzone ist neapolitanisch. Wir haben es erfunden und es ist die beste der Welt. Die Calzone kommt aus Bari. Die Leute in Neapel irren sich da gewaltig. Neapel gegen Bari. Zwei Regionen, ein handfester Streit. Wenn es um die Geburtsstätte der Calzone geht, gehen die Meinungen auf dem Stiefel weit auseinander. Wer hat sie denn nun wirklich erfunden? Um das herauszufinden, machen wir uns als erstes auf nach Neapel. Unsere Spur führt ins Restaurant Ermenegildo. Pizzameister Ferdinando Di Giulio ist hier mit seiner Ur-Calzone eine lokale Berühmtheit. Willkommen in Neapel, in der Pizzeria Ermenegildo. Das Restaurant serviert nach eigenen Angaben schon seit 3 Generationen die Original-Calzone mit dem Namen Neapolitan Classico. Die hat laut Ferdinando übrigens nicht viel mit den gefüllten Pizzateigtaschen zu tun, die wir Deutschen kennen. Wie es richtig geht, will er uns jetzt zeigen. Das ist das Herzstück. Hier wird geknetet und alles vorbereitet. Los geht's, na klar, mit dem Teig. Der besteht aus Hefe, Wasser, Mehl und Salz. Ferdinandos Tipp, das Mehl vorher sieben, damit keine Klumpen entstehen und der Teig schön fluffig wird. Den kann er jetzt portionieren. Doch bis er zur Calzone wird, dauert es noch eine Weile. Das Geheimnis des Teigs liegt nämlich nicht in den Zutaten, meint Ferdinando, sondern in der Geduld. Das sind 15 Teigbälle für 15 Calzone. Die müssen für 12 Stunden zugedeckt gehen. Das kommt dann noch zu den 8 Stunden von vorher dazu, also insgesamt 20 Stunden. Nochmal zum Mitschreiben. Der ganze Teig muss erst 8 Stunden gehen. Und jetzt sollen die kleinen Kugeln auch nochmal 12 Stunden abgedeckt bleiben? Kein Problem, meint der Experte. Er hat gestern schon Teigbällchen für uns vorbereitet. Bevor wir damit weitermachen, erzählt uns Ferdinando, dass es bei der Ur-Calzone vor allem auf die typisch neapolitanischen Speckwürfel ankommt, die auch in vielen anderen Gerichten landen. Das ist die essentielle Zutat, Schigoli. Der Geschmack ist einfach spektakulär. Wir verwenden dafür Guanciale, also die Schweinewange. Mit den vorbereiteten Teigfladen geht's jetzt rüber an die Pizzatheke. Calzone heißt übersetzt übrigens so viel wie Hose. Der Legende nach ist einem ungeschickten Pizzabäcker die Pizza auf die Hose gefallen und dabei zusammengeklappt. Jetzt treffen wir ein echtes Calzone-Urgestein, das die Klapp-Pizza seit Jahrzehnten mit Absicht macht. Das ist der Besitzer der Pizzeria. Hier seht ihr ihn als jungen Burschen, als er in der Gegend angefangen hat, Calzone zu machen. So hat damals alles begonnen, mit einem Tisch, einer Pfanne und seinen Kumpels, die ihm geholfen haben. Und die Geschichte geht weiter. Ja, mit mir. Ich bin die 3. Generation. Doch die Geschichte der Calzone ist noch viel älter. Der Legende nach sollen Mütter im 17. Jahrhundert übrig gebliebenen Teig vom Brot- und Pizzabacken zum Naschen für ihre Kinder gefüllt und gebacken haben. So entsteht die erste kleine Mini-Calzone. Die kommt nicht nur bei den Kleinen gut an, auch die Erwachsenen lieben den Snack. Später sollen die Teigtaschen immer größer geworden sein. Die Geburtsstunde der großen Calzone Neapolitan Classico. Während bei uns in Deutschland alles Mögliche in der Calzone landet, kommen in die Ur-Calzone nur eine Handvoll Zutaten. Ricotta, Provolone, ein italienischer Hartkäse, Schweinefleisch, eine Prise Pfeffer und Tomaten. Ferdinandos Tipp, wenn man die Tomaten vorkocht, verlieren sie Wasser und weichen den Teig später nicht auf. Praktisch. Der große Unterschied zu heute, die neapolitanische Ur-Calzone wird nicht gebacken, sondern frittiert. Damit die Teigtasche schön gleichmäßig gart, schöpft Ferdinando mit einer Schaumkelle heißes Fett auf die obere Seite. Sein Tipp, kocht mit Leidenschaft. Schau, wie wunderschön. Ah,
Das Öl ist sehr heiß, 200 Grad. Es frittiert die Calzone schön von oben bis unten durch, ohne dass ich sie umdrehen muss. Hier ist das gute Stück, perfekt goldbraun. Warum die Leute irgendwann angefangen haben, die Teigtaschen zu frittieren, weiß Ferdinando auch nicht so genau. Aber er hat noch ein Relikt im Keller, das er uns unbedingt zeigen will. Das ist ein echtes Stück Geschichte. Es gehörte meinem Vater, als er damals anfing, Calzone zu frittieren. Hier oben war das Öl und da kamen die Calzone drauf. Von unten wurde das Ganze dann mit Gas befeuert. Und wie schmeckt die Neapolitan Classico? Unsere Reporterin darf probieren. Sehr lecker. Bene, fa piacere. So lecker und zart. Mamma mia, hin oder her. Die Calzone kommt trotzdem nicht aus Neapel, basta. Das behauptet man zumindest in Bari, einer Hafenstadt auf der anderen Seite des Stiefels. Hier treffen wir die Pizzameisterin Nunzia Capato in einer der ältesten Straßen der Stadt. Willkommen. Ciao, Cinzia. Ich zeige dir, wie man echte Panzerotto aus Bari macht. Die vermeintliche Urkalzone heißt hier Panzerotto. Die Grundzutaten für den Teig sind bei Nunzia erstmal ähnlich wie in Neapel. Aber sie gibt noch einen ordentlichen Schuss natives Olivenöl und etwas Zucker dazu. Während Nunzia warmes Wasser dazu gießt, geht's ans Mischen. Ihr Tipp, auf jeden Fall per Hand kneten. Aus einem guten Grund. Beim Kneten ist es besser, mit den eigenen warmen Händen zu kneten. Keine Maschinen oder Roboter. Alles mit den Händen. Und keine Handschuhe. Du musst die Textur des Teigs fühlen. Auch der Teig aus Bari muss mindestens 8 Stunden ruhen, bevor Nunzia ihn weiterverarbeiten kann. Den hat die 54-Jährige aber zum Glück auch schon für uns vorbereitet. Und geht es um den Teig, kommt es in Bari tatsächlich auf die Größe an. Das ist der Fladen. Seht ihr, ganz anders als bei anderer Calzone. Nicht größer als meine Hand. Tatsächlich eine ganze Ecke kleiner als die Calzone, die wir in Deutschland kennen. Die Füllung ist im Gegensatz zur neapolitanischen Variante etwas simpler. Das ist Mozzarella mit Tomaten, etwas Salz und Pfeffer. Die klassische Füllung. Ich habe das Ganze schon ausgewrungen. Jetzt bereite ich das Öl vor. Aber bloß kein Olivenöl verwenden. Olivenöl ist nämlich nicht so hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen einen bitteren Beigeschmack bekommen. Den gefüllten Teigfladen einfach zusammenklappen. Nunzias Tipp: Den überschüssigen Rand mit einem Rollmesser abschneiden. So ist es ordentlich verschlossen, einheitlich und viel schöner. So mag ich es. Außerdem würde sonst ein dicker Teigrand ohne Füllung dranhängen. Die abgeschnittenen Ränder frittiert Nunzia als kleinen Snack einfach mit. Auch wenn in Bari heutzutage viele für ihre Calzone eine Fritteuse benutzen, bevorzugt Nunzia die altmodische Variante in der Pfanne. Wie man sieht, läuft die Tomatenfüllung nicht raus, weil ich alles vorher ordentlich ausgewrungen habe. Die Region hat das Rezept über Generationen perfektioniert. Seit Jahrhunderten ist es in Apulien Tradition, an Feiertagen kleine Hefeteigtaschen zuzubereiten. Man füllt sie schon damals mit Tomaten und Mozzarella, klappt sie zusammen und frittiert sie anschließend. So soll bereits im 19. Jahrhundert die Calzone Panzerotto entstanden sein. Das Wort Panzerotto stammt übrigens vom süditalienischen Panza und bedeutet Bauch. Nunzias Urkalzone ist inzwischen soweit. Das ist die fertige Panzerotto. Schön goldbraun muss sie sein. Mein persönliches Meisterstück, so muss sie sein. Unsere Reporterin darf wieder zubeißen.
Sag mir, wie es dir schmeckt. Guten Appetit. So lecker. Zart im Inneren und außen knusprig. Du bist zufrieden. Mega. Sie sagt die Wahrheit. Ich habe sie nicht dafür bezahlt. Ein Leckerbissen also, der in der Region früher eigentlich als Arme-Leute-Essen bekannt war. Wir haben die Panzerotto damals immer zu Hause gemacht, mit günstigen Zutaten, die wir gerade zur Hand hatten. Zwiebeln, Tomaten und sowas. Teurer Mozzarella wurde früher nicht so oft gegessen wie heute. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter immer Reste vom Vortag reintat. Ein günstiger Snack. Heute kommt alles Mögliche rein. Ob man die Calzone nun wirklich schon im 17. Jahrhundert in Neapel erfunden hat oder doch erst später in Bari, darüber lässt sich wohl weiterhin streiten. Aber wenigstens bei der Zubereitung im heißen Öl ist man sich einig. Und für uns steht auf jeden Fall fest, die Calzone kommt aus Italien.